So, hi Leute, willkommen zurück zu Satinavs Ketten. Seit der letzten Aufnahme ist ein bisschen Zeit vergangen, also es liegt etwas dazwischen, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und ich habe nicht mehr alles im Kopf, wo wir letztes Mal stehen geblieben waren, weil professionell wie ich bin, habe ich mir natürlich auch nichts angeschaut von dem, was wir gemacht haben. Ich muss dringend mal wieder schlafen. Genau. Besser nicht. Das ist ein guter Plan mit dem Schlafen. Moment, aber ich hatte irgendwas in die Richtung. Moment, ich hatte eine Idee, was man eventuell machen kann. Oder beziehungsweise, was ich nochmal angucken wollte. halt, nein. Ah, falsch. Das wollte ich gar nicht. Geh runter. Raus. Ich wollte ja hierher. So, dann kommst du mal her. Geh mal da rein in den Gang und komm hier oben raus. So, was denkst Ohne du? Ohne diesen Farbstein hat auch das Bild keine Farbe. Feen. Ah, so, schauen wir mal. Können wir den Farbstein mit irgendwas? Ich muss dringen. Zum Beispiel ich bin Kelch. Etwas. Okay. Hätte ja klappen können. Moment. Ich habe oben den Speer weggenommen. Der hier sieht aus, als ob man Speer halten müsste. Vielleicht. Nein. Doch klar sieht er so aus, aber voll, mein Freund. So, dann schauen wir mal, ob wir mit dem Farbstein vielleicht jetzt irgendwas machen können. Mal schauen, wie es im Garten aussieht. So, schau mal in den Garten rein, Geron. Na? Okay, ein bisschen ein verwitterter Garten. Ohne Farbstein ist der Garten also winterkalt. Was nützt ein Bienenstock in einem verbotenen Garten? Die bessere Frage ist, wie komme ich da rein? so. Mist. Okay, jetzt ist es hier auch kalt. Dann gehen wir mal zur Königin. Jo. Checker, was geht? Und da hinten haben wir nämlich noch einen Steinsockel. Mal schauen, was passiert, wenn ich da den Farbstein reinschmeiße. Ob das überhaupt funktioniert. Der lässt sich hier nirgendwo einsetzen. Dann macht das Loch größer. Warte, dann nehmen wir den Speer. Das geht so nicht. Ja, hätte klappen können. Dann stechen wir den Krebs. Er hat mir nichts getan, also lasse ich ihn in Ruhe. Schade. Hätte ja klappen können. Und wenn ich ihm das Augenwesen vorstelle... Ich glaube, die Nase ist ein Einsiedler. Die mag keine Verwandtschaft. Alter. Du klingst krank. Okay, habe ich hier noch irgendwas, was ich bei unserer coolen, freundlichen Königin hier... Reden wir nochmal mit ihr. Sag mal, Königin. Eure Majestät. Hat er die Aufgaben gelöst? Nein, aber er hat keine Ahnung, wie er die Aufgaben lösen soll. Gib mir mal einen Tipp. Gib mir Der was. Vogelmann. Hat er die Gestalt eines großen, schwarzen Vogels? Nein, doch ein großer Nachtvogel begleitete ihn, als er sich uns offenbarte. Weshalb fragt der Nachthaarige danach? Ach, nicht so wichtig. Was ist das für ein Reif um den Hals der Statue? Ein Geschenk der Priester an den Allweisen. Mit diesem Reif sollte er die Priester mit seinem Geist erfüllen, um sie zu erleuchten. Wo sind die Priester jetzt? Als der Vogelmann Nairutneva verließ, gingen sie mit ihm. Okay, und was habe ich nochmal für Aufgaben Welche gehabt? Welche Aufgaben ich soll ich erfüllen? Das ist ein Apfel holen. Er bringe uns einen Apfel aus dem Garten. Er errichte hier eine lebensgroße Statue von uns in allen 6 Farben des Regenbogens. Er bringe die Statue des blinden Vogelmanns dazu, uns anzusehen. Sobald alle Aufgaben gelöst sind... Darf er die Traumgemächer betreten? Diesmal sollte er es sich besser einprägen. Ja, komm, das ist ein bisschen Achte er unser Gesetz. Nein, keine Lust. Okay, eine lebensgroße Statue. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich irgendwo was aufbauen. Und dann mit dem Farbstein, bunt machen. Okay, als erstes Mal brauchen wir wieder Sommer, damit der Apfel überhaupt reif ist. Er ist festgefroren. Dabei ist es hier nicht mal kalt. Ja, schon komisch, ne? Kann ich den Wasserlauf da irgendwie umkehren? Moment, schauen wir mal.
pock mal den gefrorenen Wasserfall. Wozu? Es gibt nichts Nutzloseres als abgebrochene Eiszapfen. Damit kann man jemanden umbringen und die Spur verwischen, indem sie dann einfach verschwinden. Dann brichst du halt so ab. Wozu? Es gibt nichts Nutzloseres. Oh, Geron, du hast keine Ahnung, ey. Okay, dann gehen wir nochmal hierher. Drehen das Bild nochmal um. So. Und benutzen den Farbstein. Ja. Dann gehen wir hoch. Nehmen das Augenwesen. Und stecken es in die Skulptur, weil da ist es schon dunkel. Das interessiert mich nicht. Nicht im geringsten. Ah, hey, der sagt was dazu. Willst du ein interessantes Gemälde sehen, Auge? Nein, nein. Das Auge bleibt zu. Moment. Moment, da haben wir einen Spiegel. Warum zeigt mir der Spiegel jemand anderen? Du machst es mir nicht gerade einfach, dieses Auge des Unheils geschlossen zu halten. Ja, ich weiß. Hier, schau mal, Skulptur. Du machst es mir nicht gerade einfach. Ach komm, jetzt hab dich mal nicht so... So, schmeißen wir das für den in das, hier, sag mal. Den Schacht, der Schacht nach oben hin. Eine Biene? Ja, eine Biene, das hast du gut erkannt. Das interessiert. Da kannst du mir nicht helfen hier. So, schauen wir mal, was sagt er noch zum Lichtschatten? Dann sagt er doch nochmal was. Hey! Moin! Irgendwer! Ja, hier bin ich. Sagt mir, wie ich hier wieder rauskomme! Zur Tür. Verloren? Es gibt immer einen Weg. Es gibt immer einen Weg. Und ich finde ihn. Aber jetzt gerade sieht es irgendwie ein bisschen schlecht aus. Vielleicht ein Flechtkopf. Wozu denn? Weiß ich nicht. Vielleicht wollen die einen Flechtkopf. Ich will überhaupt gar nicht wissen, was das ist. Ich auch nicht. Das ist voll wichtig. Moment, eine lebensgroße Statuette. Und das sind hier solche Dinge. Aber was ist da drin oder dran, dass es die Leute zeigt? Ah, hey! Damit breche ich sicher irgendein Gesetz. Okay, ich habe eine Statuette der Königin. Das ist ein Abbild der Königin, aber weder lebensgroß noch Regenbogenfarben. Okay, wir müssen es wachsen lassen. Das heißt, wir gießen das, wir tun es ins Wasser. Das gießen. Hilft auch nicht weiter. Okay, dann brauchen wir einen Kelch voll Wasser. Das geht so nicht. Klar. Vielleicht wenn wir es nicht abfüllen? Sehr schlau. Okay, das hätte ja klappen können. Okay, immerhin haben wir schon mal was von der Königin. So, wie kriegen wir das Ding jetzt lebensgroß? Vielleicht indem wir sie schrumpfen? So, schauen wir mal im Garten. Kann ich da irgendwie dann was... Hey, nicht rumsummen. Der Wasserfall fließt in die Richtung. Kann ich das irgendwie umdrehen? Den Wasserfluss umkehren? Das nicht von unten nach oben fließt, sondern von oben nach unten. Oder? Nee. Im Augenblick fließt es ja von. Hier fließt es so rum. Da fließt es andersrum. Sehe ich das richtig? Boah, das ist verwirrt, Kinder. Okay. Ich will mein Arm ist zu kurz. Lass ihn wachsen. Okay, dann nimm einen Speer und ersticht die Königin. Und den Baum treffe ich vielleicht, aber niemals den Apfel. Okay, dann versuchen wir es von der anderen Seite. Und vorher... Moment, den Baum treffe ich vielleicht, aber niemals den Apfel. Drehen wir das Ding mal um. So. Und dann nochmal den ganzen Spaß. Der Speer hat mir anscheinend... Hilft mir da anscheinend. Mal gucken. Dahinter ist dann das Ding. Okay, schauen wir mal. Benutze Speer mit... Den Baum, aber niemand. Mit den Apfel. Baum, aber... Jetzt fließt es so rum. Und das... So rum, glaube ich. Ballas ist verwirrt. Das Wasser fließt von unten nach oben.
hier ist Wasser im Brunnen. Sagst du mir noch irgendwas dazu? Keine Zeit, mich zu waschen. Ja, durch den Brunnen komme ich hier sicher nicht raus. Aber vielleicht irgendwo rein. Wozu dieser Schacht? Wo eine Biene? Ja, so weit waren wir schon mal hier rum. Du erinnerst dich vielleicht? So, schauen wir mal. Da ist die andere Seite. Die Bienen summen. Vielleicht? Nein, das ich scheuche sie lieber nicht auf. Bin ganz froh, dass sie beschäftigt sind. Ja, das dachte ich mir schon fast. Moment, aber kann ich vielleicht irgendwie den Honig da mit dem Speer? Damit komme ich zwar ran, aber damit lässt sich der Honig kaum auffangen. Winling würde sich die Haare... Damit könnte ich mir vielleicht etwas Honig stehlen, aber ich bin zu weit weg. Benutzt den Speer, um das Ding zu schieben. Verdammt nochmal. Nein, du willst nur, dass ich das Auge öffne. Ja, klar. Versteine einfach die Kackkönigin. Wie krieg ich da den Honig raus? Ich muss halt irgendwie durch diesen scheiß Brunnen kommen. Ich meinte natürlich durch diesen wundervollen Brunnen. In den verbotenen Garten. Und wie kriege ich das Ding da? Habe ich dann sonst noch irgendwas? Wozu? Dass ich deinen Honig auffangen kann. Hatte schon best. Alter. Warum ist so weit weg? Hier. Ist der da, ne? Warum ist immer an. Ich bringe Unheil. Sogar das Wasser fließt wieder. Aber solange ich Nori nicht retten kann, ist das alles wertlos. Muss ich das Wasser vielleicht irgendwie anhalten? So, schauen wir mal. Wir gehen nochmal raus. Naja, zur Königin, zur anderen Seite. So, schauen wir mal. Kriegen wir das irgendwie verstopft hier? Geht nicht. Keine Zeit. Wenn ich die Licht. Ach nein. Kann ich damit Becher? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Hätte mich auch gewundert. Feen. Das war klar. Der prächtigste Apfelbaum. Und der trägt nur einen einzigen Apfel. Aber wie komme ich da ran? Hier, sag du mir mal was, Augenwesen. Das interessiert mich nicht. Nicht im geringsten. Da ist schon das irgendwie. Machst du es mir nicht ger. Vielleicht, wenn ich mit Mr. Pfau rede. Augenwesen. Ich will überhaupt. Das ist der Pfau, dein Freund. Ist mir doch egal, ob dich mehr verdient ist. Pavauris? Ja, bitte. Sag mal. Sommer und Winter. Wie erkennst du denn, ob Sommer oder Winter ist? Zählst du die Tage mit? Das würde nichts bringen. Sommer und Winter wechseln sich sehr unregelmäßig ab. Nein, ich orientiere mich am Wasser. Wenn ich es fließen höre, ist Sommer. Und wenn nicht, ist es Winter, ganz klar. Wie lange ist der Geburtstag deines Augenfreundes denn her? Ach, schon eine Weile. Aber es war ein wundervolles Fest. Er hat immer gesagt, ein gutes Geburtstag. Erstens, Spiel. Ja, das hatten wir zweitens, schon. Ja, was war? Inzwischen gibt es das alles ohnehin nicht mehr. Dabei hat Okolunculus diese Feste so geliebt. So, was ist musst du als Uhrenpfau immer... Wo denkst du? Im Winter gönne ich mir um die Mitternachtsstunde immer etwas Ruhe. Dann störe ich nicht. Es ist Sonnenaufgang. Moment. Spielen vielleicht auch noch verschiedene Tageszeiten hier eine Rolle? Oh Gott. So, wir nehmen mal die Farbe hier unten weg. Und schauen mal, was passiert, wenn wir die Farbe hier oben drin lassen. Da passiert bestimmt irgendwas. Ich weiß nur nicht was. Und wenn ich jetzt hier... Das ist absurd.
wo ist, da ist jetzt gerade irgendwas habe ich jetzt gerade gemacht, was mir vielleicht was bringt. Was das Ganze irgendwo hin projiziert, vielleicht. Ich muss ihn zum Sehen bringen. Dieser Reif, den er, das ist der Reif aus meinem, heißt das, der Seher, und warum beten die Feen ihn an? Hat er sich hier zum Gott auf... Wahrscheinlich. Weiß auch nicht, ich glaube... Moment, und wenn ich jetzt den Farbstein rausnehme, wird das vielleicht alles gewechselt? So, schauen wir mal. Vielleicht habe ich ja was hingekriegt. Es ist Sonnenuntergang. Sonnenuntergang, okay. Mal hier rein. Gehen wir nach oben. Mal schauen, was passiert, wenn ich den Farbstein rausnehme. Das ist absurd. Soll das etwa... ohne diesen Feen... Okay, wenn ich die Stadt... die Lichtstatuette vorher reinstelle und dann die Farbe draufschmeiß... Eine Treppe oder ein Regenbogen oder beides. Und wenn wir die nicht da unten hin, sondern vielleicht... Geht das? Nein. Rot, Gelb, Grün, Blau, Violett. Das sind die Regenbogenfarben. Nein, Orange fehlt. Das heißt, wir brauchen Orange. Nein, keine Ahnung. Was soll das? Geh rein. Das Bild ist nicht mehr in 3D. Eine Treppe? Ja, und jetzt komme ich da nicht mehr durch, oder? So kann ich es nicht. Es ist flach. Leer. Wenn ich da den Farbstein reinklatsche. Leer, ja, das. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch auf. Der Hältchen, warum auch immer. Okay. Dann tau den mal rein. Okay. Und was war passiert, wenn ich den da rausnehme und da drüben reinsetze? Da war er ja, glaube ich, vorher drin. Passiert da irgendwas? Kannst du mir helfen, Spiegel? Nein. In Gwendlings Geschichten konnten Feenspiegel immer sprechen. Deine Ohren sind... Deine auch. Nein. Okay, und wenn ich dem einen Flecht... Das hilft auch nicht. Ja, hätte mich auch gewundert. Ich will überhaupt... Willst du dich... Oh, ich war gerade eingeschlafen. Es tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Obwohl, eigentlich nicht. Nuri? Nuri! Alles bloß ein Zauber. Ich muss hier raus. Das hilft mir auch nicht weiter. Verdammt nochmal. Moment. Was? Wenn ich das Ding einsetze, passiert was mit dem Teil? So kommt man da nicht durch. Warum nicht? Das Ding reagiert doch da drauf. Oh. Schlecht. So, nochmal da rein. Da haben wir das. Wenn ich einen Plan hätte. Aber ich habe im Augenblick keinen. Dann ist es wieder so ein Aufgang. Kann man da oben irgendwas machen? Ich weiß nicht, ich switch hier zwischen den verschiedenen Aufgaben wahrscheinlich hin und her, en masse, bis mir irgendwann eine Lösung einfällt. Der Vogel. Komm ich da irgendwie rüber? Ich finde nicht raus, wie es weitergeht. So. Aber da ich keinen wirklichen Plan habe, wie es weitergehen kann im Augenblick, werde ich hier erstmal noch die Aufnahme beenden. Und ja, ohne Fortschritt, na gut, wir haben die Statue der Königin gefunden.
und sie woanders abgesetzt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.